Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Battle Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Joey the Passion. Ich befinde mich hier gerade in meinem Deck und sehe, dass die beiden gewonnenen Karten immer noch da sind. Das freut mich. Und ich werde den guten Kollegen hier, den Geist der Flammen, den werde ich erstmal ins Side-Deck packen, weil wenn ich nur ein einziges Feuermonster hier zum Opfern habe, und zwar den hier, dann bringt die Karte noch nicht wirklich viel. Da muss ich einfach noch warten, dass ich ein paar mehr Feuermonster ansammle, denn ich glaube, das ist das Einzige, wenn ich jetzt mal gerade so durchgucke. Naja, und ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal ein weiteres Duell starten. Go! Ich bin mal gespannt, ob ich den Hattrick schaffen werde gegen Joey, dass ich auch den dritten Kampf in Folge gewinne. Das wären dann die ersten drei Kämpfe. Ich habe ein bisschen privat auf meinem Laptop gezockt. Und da habe ich gesehen, dass Joey zwar KI-technisch gesehen ein totaler Idiot ist, aber dass sein Deck extrem übel ist. Er hat ja prinzipiell dasselbe Deck wie wir, nur wesentlich stärker. Und ja. Es könnte sein, dass wir ziemlich oft aufs Maul kriegen, weil ich glaube, dass man gegen ihn am Anfang gewinnt, ist jetzt recht selten. Was macht die Karte nochmal? Okay. Kettenzerstörung. Ja, die können wir eigentlich mal verdeckt legen. Mal gucken, ob wir die einsetzen können. Was haben wir denn hier? Den oder den? Ich glaube, ich fange erst mal ein bisschen klein an mit dem Cyberfalken. Dann kann die neue Karte gleich mal zeigen, was sie kann. Und das Ding legen wir, glaube ich, auch noch verdeckt. So, Joey, gib Gas. Ich will eine neue Karte gewinnen und ich will, dass die awesome wird. Ich mach einfach weiter und setze diese Karte. Ein kleiner Tipp. Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Na, sowas aber auch. Ich beende meinen Zug. Oh, ein ziemlich schwacher Start von Joe. Ich aktiviere das hier. What? Was ist das denn? Maske der Beschränkung. An dieser Stelle kann unabhängig von der Situation kein Tribut errichtet werden. Okay, solange die Maske da ist, kann ich, also ich, Moment, kann er jetzt auch keine Tributbeschwörung machen? An dieser Stelle kann er kein Tribut. Ich denke mal jetzt nur ich. Nee, Nisa, da, hier steht's ja auf Englisch. Auf Englisch steht's besser. Okay. Okay, Joey, von mir aus, dann kann jetzt halt keiner irgendeine Tributbeschwörung machen. So, was haben wir hier denn? Okay. Gut, Tributbeschwörung brauche ich aktuell sowieso nicht. Ich würde mal sagen, ich versuche ihn ein bisschen in die Falle zu locken. So, was haben wir hier denn? What? Was ist das? Sprengbereich? Wenn dein Gegner dieses Monster in Verdeckung angreift, wird die Karte als Ausrüstung verwendet, um das angreifende Monster auszurüsten. Aha. Das ausgerüstete Monster und diese Karte werden während der nächsten Standby-Phase deines Gegners zerstört. Ja. Und ich krieg dann 1400 Punkte Schaden. Ach, fick dich doch, Joey. Ohne Spaß. Was Besseres hast du nicht drauf? Das wird aber nicht reichen, mein Lieber. Alter, was denn jetzt schon wieder? Zerstöre einen... Wow. Ja, da möchte ich was aktivieren, denn du wirst mein verdecktes Monster nicht zerstören, mein Lieber. Das wirst du nicht tun. Nix da. Ich muss alles riskieren. Hä? Ich beschwöre den Zeitzauberer. What? Wieso wurde meine Karte trotzdem entfernt? Ich habe die doch zerstört. Was ist das jetzt für... Für eine Scheiße. Hä? Kann mir das mal jemand erklären? Wieso würde meine Inselschildkröte entfernt, obwohl ich die Zauberkarte gerade zerstört habe? Ich habe sie zerstört, aber meine Schildkröte wird trotzdem... Was ist denn für eine Scheiße? Ja, auf jeden Fall möchte ich jetzt die Karte aktivieren, weil ich weiß, der hat noch mehr Zeitzauberer und die können dann mal schön aus dem Deck. Das sieht übel aus. Ja, bleib mal geschmeidig. Erst will ich jetzt voll scheiße mit meiner Schildkröte.
Na komm, hab Pech. Oh yeah. Tja, das ist halt natürlich scheiße, ne? So, jetzt wird meine zerstört, ne? Die Goblin-Truppe. Ich muss mal sagen, ich gehe mal offensiv vor. Ich finde es richtig scheiße, dass meine Schildkröte nicht mehr da ist. Bam. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Ja, du wirst mir höchstens dadurch schlagen, dass deine Karten cheaten und irgendwie Karten entfernen, die eigentlich noch da sein müssten. Meiner Meinung nach. So, Joey, hau rein. Dum, 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 dum. Ja, musst dich verteidigen. Ich beende meinen Zug. Ha, das Blöde ist, was mache ich dagegen jetzt? Ja, Hammer. Jetzt, ja. Sehr gut. Die Goblin-Truppe. Wenn ich sowieso nicht opfern kann, könnte ich die Karte aber eigentlich auch ablegen hiermit. Könnte ich eigentlich machen, den Spielzug. Boah. Ach komm, machen wir. Oh, zack. Das hier bitte. Oh, was hat er hier denn? Den Schwertkämpfer von Lance da. Okay. So, die Goblin-Truppe möchte ich noch nicht rufen. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Ja, komm, sei ruhig. Boah, da rufe ich die Goblin-Truppe doch schon. Ach nee, komm. Scheiße, ich bin voll am Sack, ey. Ich führe zwar, aber wenn jetzt irgendeine gute Karte raushaut, ja. Da hätten wir es auch schon. Ja, hätte ich jetzt meine Inselschildkröte, ne? Alligator-Schwert, herzlichen Glückwunsch, ey. Scheiße, wenn ich damit natürlich angreife, den Verteidigungsmodus, das ist natürlich Premium. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Oh, das könnte echt eine Niederlage, wenn wenn das eine gute Karte raushaut, dann war's lol. Okay, reicht das? Moment, wen den Alligator rufe ich, der hat 1500. Dreiter, verdammt, das reicht nicht ganz. Boah, boah. Okay, überlegen, 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 überlegen. Ich glaube, ich verarsche ihn. Könnte ich den verarschen? So, du kommst erstmal in die... Ey. Wieso kann ich die nicht? Du kannst die putzen, während das nächste Spielzug nicht ändern. Oh. Das ist jetzt natürlich minimalst ungünstig, würde ich mal meinen. Okay, okay. Dann muss ich jetzt so offensiv vorgehen. Scheiße, wieso kann ich das nicht ändern? Alligator-Schwert, hau rein. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Wenn du meinst. Du hast aber nicht mehr viele Lebenspunkte, mein Lieber. Ich würde mir jetzt ganz schnell was einfallen lassen. Na komm, du möchtest doch meine Goblin-Power-Truppe bestimmt angreifen, oder? Da hast du verloren. Dann war's das, mein Lieber. Boah, schaffe ich jetzt echt den Hattrick? Was ist das denn? Wähle eine zufällige Karte aus der Hand eines Gegners, lege sie. Ja, wow. Super. Und was legst du ab? Mhm.
Okay, von mir aus, du hast jetzt sowieso verloren, mein Lieber. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Gleich habe ich keine Wahl mehr. Ja, du hast sowieso verloren. Das Lichtschwert hat er in seinem Deck. Alter, ohne Spaß, ey. Das Joys Deck ist richtig, richtig gut. Nur er ist scheiße. Und Hattrick, juhu! Ja, ja, ja. Jetzt hätte ich gerne eine richtig geile Karte. Wow. Einstecken und auszahlen. Ich glaube mich zu erinnern, dass diese Fallenkarte ziemlich awesome ist. Ja, Joey, nimm's nicht so tragisch. Drei Kämpfe, drei Niederlagen. Du wirst auch noch gewinnen. Dein Deck ist schließlich gut. Du kannst diese Karte aktivieren, wenn deinen Lebenspunkten Schaden zugefügt wird. Füge den Lebenspunkt des Gegners 700 Schaden zu, füge zusätzlich nicht so. Das Gegners 300 Schadenpunkte pro zusätzliche Ereignisse in deinem Friedhof zu. Okay, so gut ist jetzt doch nicht. Wenn ich Schaden kriege, kriegt er 700 Punkte Schaden und 300 zusätzliche für jede. Na, egal, komm. Hauen wir mal rein, ist ganz cool die Karte. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Battle. Tschüss.